Ich rufe auf Frage 830 und darf dem Abgeordneten Herrn Stierberg von den Freien Demokraten das Wort geben. Frau Präsidentin, vielen Dank. Wie gestaltet sich, Frage die Landesregierung, wie gestaltet sich der Mittelabfluss in Bundes- und Landesförderprogrammen zur Digitalisierung von Schulen? Vielen Dank, Herr Kultusminister Professor Lorz, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Stierberg, der Mittelabfluss aus dem Digitalpakt Schule und seine drei Zusatzvereinbarungen, die im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen umgesetzt werden, ich nehme an, dass sich darauf Ihre Frage bezieht, kann insgesamt positiv bewertet werden. Die Umsetzung des Digitalpakts Schule und seiner Zusatzvereinbarungen erfolgt in engem Austausch zwischen dem Land und den Schulträgern und ist bereits weit fortgeschritten. So sind die Bundes- und Landesmittel der Zusatzvereinbarungen Sofortprogramm für Schülerendgeräte im Jahr 2020 und Leihgeräte für Lehrkräfte im Jahr 2021 nahezu vollständig ausgezahlt worden. Auch im originären Digitalpakt Schule haben die kommunalen Schulträger ihre Förderkontingente fristgerecht vollständig belegt und mit Stand 31. Januar 2023 sind 97% der beantragten Mittel bewilligt. Die Beschaffungs- und Infrastrukturmaßnahmen sind bei den Schulträgern in vollem Gange. Und zum genannten Stichtag sind rund 19% der beantragten Mittel an die kommunalen Schulträger und rund 28% an die Ersatzschulträger ausgezahlt. Der Abruf der Mittel und der Stand der Auszahlung ist insgesamt jedoch nicht aussagekräftig für den Umsetzungsstand des Digitalpakts Schule, da die Schulträger im Rahmen ihrer Investitionsplanungen abgeschlossene Maßnahmen zur Abrechnung bündeln und vorfinanzieren können, wovon sie in der Regel auch Gebrauch machen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt sodann auf Antrag der Schulträger bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank. Dieser kann gestellt werden, wenn die Mittel zur Begleichung von Rechnungen benötigt werden. Oftmals werden Maßnahmen seitens der Schulträger allerdings aus Eigenmitteln zuerst vorfinanziert und nach dem Maßnahmenende werden die Mittel dann insgesamt abgerufen. Dieses Vorgehen bietet sich für Schulträger aus Gründen der Verwaltungseffizienz an, führt aber dazu, dass im Moment auf dem Papier noch eine größere Lücke zwischen den bewilligten und verplanten Mitteln und den tatsächlich ausgezahlten Mitteln existiert. Diese Lücke wird sich aber jetzt in absehbarer Zeit schließen. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Stürböck. Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister, für die Beantwortung der Ausgangsfrage. Es wird vielfach unter anderem von Professor Wrabe, Öffentlich-Rechtler aus Heidelberg, kritisiert, dass es ein Überblick fehlt, was an digitaler Ausstattung in den Schulen vorhanden ist. Und teilen Sie die Kritik, dass die Administration, das Monitoring, die Steuerung des Digitalpakts problematisch ist? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Kollege Stierböck, wir haben sicherlich da am Anfang auch erstmal Erfahrungen sammeln müssen. Und deswegen haben wir beispielsweise, um die Schulträger bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule und seiner Zusatzprogramme noch stärker zu unterstützen, im November 2020 eine ressortübergreifende Taskforce aus Vertretungen des Kultusministeriums, des Ministeriums der Finanzen und des Digitalministeriums gegründet. Und das Ziel dieser Taskforce war insbesondere, das Antragsverfahren im originären Digitalpakt Schule zu optimieren und dadurch zur Beschleunigung der Antragstellung beizutragen. Die im Rahmen der Taskforce eingerichtete Service- und Beratungsstelle hat mit allen kommunalen Schulträgern Gespräche geführt, um im unmittelbaren Austausch offene Fragen zum Antragsverfahren und Optimierungsbedarfe in der Prozessgestaltung des originären Digitalpakts Schule zu identifizieren. Gemeinsam mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen wurden in mehreren Informations- und Dialogveranstaltungen Fragen der Schulträger rund um das Antragsverfahren geklärt. Und die Rückmeldungen zur Prozessoptimierung für die kommunalen Schulträger wurden aufgegriffen und das Verfahren vereinfacht, indem beispielsweise das Antragsformular überarbeitet wurde. Darüber hinaus wurde zur Prozessbeschleunigung ein Postfach eingerichtet, an welches kommunale Schulträger die Medienbildungskonzepte bzw. die pädagogisch-technischen Einsatzkonzepte zu ihren Anträgen vorab gebündelt zur Prüfung einreichen konnten. Das gemeinsame Ziel von Schulträgern und Land, die Förderkontingente bis zum Ende des Jahres 2021 nach Möglichkeit vollständig durch Anträge zu belegen, wurde auch erreicht und die Taskforce daraufhin aufgelöst. Das heißt, zusammengefasst lautet die Antwort auf Ihre Frage, ja, wir haben da am Anfang einiges lernen müssen, aber wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben gemeinsam die Optimierungsmöglichkeiten noch identifiziert und ich denke dann am Ende auch gut ausgeschöpft. Vielen Dank. Als nächstes gibt es eine Nachfrage vom Abgeordneten Promny von den Freien Demokraten. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, besten Dank für Ihre Ausführungen. Ich würde noch mal eine Frage stellen, dahingehend, dass Sie eben ausgeführt haben, dass Sie im Hinblick auf den Abfluss der Mittel, dass das die Landesregierung als positiv bewertet. Wie bewerten Sie denn als Landesregierung den Umsetzungsstand der Digitalisierung? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Also, lieber Kollege Promny, wenn ich mir jetzt nur mal als Beispiel herausgreife, dass mit Stand Juli 2022, die aktualisierten Zahlen zum Jahresende 2022 haben wir im Moment noch nicht, werden aber auch in Kürze vorliegen, also Stand Juli 2022 81% der Schulen an gigabitfähiges Internet und 62% der Schulen an das Glasfasernetz angebunden waren, dann würde ich sagen, auch wenn natürlich das nur ein Anreiz sein kann, zu sagen, die restlichen müssen auch so schnell wie möglich angebunden sein, aber trotzdem, wenn wir sehen, wo wir gestartet sind und wie wir dann auch im Laufe der Pandemie und unter der Laufzeit des Digitalpakts vorangekommen sind, denke ich, ist die Verbesserung in der Ausstattung überall signifikant. Vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Nachfragen vor. Dann rufe ich auf Frage 831 und darf Herrn Abgeordneten Pürsün von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die bei der Räumung des Fechenheimer Waldes zutage getretene Vermüllung im Wald durch die Waldbesetzer? Vielen Dank. Frau Staatsministerin Hinz, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, das achtlose Entsorgen von Abfällen in der Natur oder dem Straßenraum, das sogenannte Littering, hat negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Es ist daher unabhängig von der konkreten Situation kein akzeptables Verhalten, Abfälle achtlos wegzuwerfen bzw. in der Landschaft zu hinterlassen. Soweit im öffentlichen Raum Abfälle aus privaten Haushaltungen anfallen, beispielsweise Verpackungen, Taschentücher oder Obstreste, aber auch Malerreste, sind diese entweder mitzunehmen oder zumindest in die dafür vorgesehenen Behältnisse wie Müllkörbe einzufüllen. Soweit es zu Littering kommt, können die Verursachenden zur Verantwortung gezogen werden. In Betracht kommt eine Ordnungswidrigkeit nach Kreislaufwirtschaftsgesetz oder Satzungsrecht. Vielen Dank. Es gibt zunächst eine Nachfrage von Herrn Dr. Naas von den Freien Demokraten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage Sie, Frau Staatsministerin, wie viele Anzeigen sind Ihnen denn bekannt und wie hoch stufen Sie die Schäden im Fechenheimer Wald durch Verunreinigungen ein? Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Sie haben das Wort. Es sind mir keine Anzeigen bekannt. Vielen Dank. Die nächste Nachfrage ist von Herrn Abgeordneten Pürsün erneut. Moment. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Haben Sie denn oder andere Behörden die Verursacher daraufhin angesprochen und zur Konsequenz gezogen? Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Das Problem im Fechenheimer Wald ist wie in manch anderen Gegenden so, dass die jeweils konkreten Personen, die das verursacht haben, schwer zu kriegen sind, sage ich jetzt mal landläufig. Also solange man nicht genau weiß, welche Person es war, kann man sie eigentlich nicht zur Verantwortung ziehen. Und das ist das Grundproblem. Das ist so im Fechenheimer Wald, das ist an Stellen, wo Leute ihre Farbreste an den Waldrand stellen, das ist da, wo Leute die halbe Küche ja als Sperrmüll irgendwo in Naturschutzgebiet oder in den Wald räumt. Das sind größtmögliche Ärgernisse. Und ich sage das ganz deutlich. Ich finde es auch skandalös, dass Menschen so mit Abfällen umgehen. Und ich finde, jeder, der in der Natur ein Picknick macht oder irgendetwas von mir aus besetzt, aber wenn die Leute gehen, sollten sie ihren Krempel bitte mitnehmen. Vielen Dank. Als nächstes gibt es noch mal eine Nachfrage von Herrn Pürsün. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, auch für die klaren Worte. Vielleicht habe ich es nicht entnommen, aber da Sie ja die Namen nicht kennen, haben Sie in die Öffentlichkeit hinaus da Ihre Meinung auch schon mal deutlich gemacht, dass Vermüllung in dieser Situation und auch in anderen nicht in Ordnung ist? Oder wollen Sie es noch nachholen? Ich bitte, das ist ja jetzt eine Fragestunde und jeder kann sich ja auch zu Wort melden, wenn er Nachfragen hat. Es hat Frau Staatsministerin Hinz jetzt das Wort.
So, also weder kenne ich da jemanden nach namentlich, noch muss ich da irgendetwas in die Welt posaunen. Ich glaube, meine Position ist klar geworden und die sage ich auch überall überdeutlich. Vielen Dank. Nun gibt es noch eine Nachfrage von Herrn Dr. Naas. Sie haben das Wort. Bereits gestellt worden. Sie zurück. Wurde mir hier noch angezeigt, war es ein technischer Fehler. Aber dann liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Und dann kommen wir zur Frage 832. Und ich darf Herrn Pürsün von den Freien Demokraten das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Konsequenzen zieht sie aus den umfangreichen Verspätungen im Schienennahverkehr durch die Bauarbeiten, vor allem am Knoten Frankfurt-Stadion, bei gleichzeitig wenig verlässlichen Ansagen und Anzeigen an den betreffenden Bahnhöfen im Frankfurter Süden? Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Eisenbahnknoten Frankfurt stellt derzeit einen der größten Engpässe in der bundesweiten und bundeseigenen Schieneninfrastruktur dar. Nach Jahrzehnten des Stillstands sind nunmehr in den letzten Jahren Baumaßnahmen angelaufen, die den Eisenbahnknoten Frankfurt für die gegenwärtigen und künftigen Anforderungen ertüchtigen. Dadurch soll auch die zurzeit aufgrund der sehr hohen Auslastung mängelbehaftete Betriebsqualität verbessert werden. Diese Baumaßnahmen sind unerlässlich, um im Rhein-Main-Gebiet und weit darüber hinaus eine umweltgerechte Verkehrsabwicklung erreichen zu können, die nur durch eine Verlagerung von Verkehren hin zum klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene möglich ist. Diese Baumaßnahmen an sich sind also eine sehr gute Nachricht. Aber wie jede andere Baustelle auch, führt sie vorübergehend erstmal zu weiteren Einschränkungen. Neben dem Bau eigener Gleise für die S6 zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel ist derzeit eine der größten in der Realisierung befindlichen Maßnahmen der Ausbau des Knotens Frankfurt Stadion. Aufgrund seiner zentralen Lage im Eisenbahnnetz, er wird alleine von etwa der Hälfte des bundesdeutschen Fernverkehrs berührt, haben Bauarbeiten hier leider umfassende Auswirkungen. Nach Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, RMV und der Deutschen Bahn ist es Anfang dieses Jahres zu einer Häufung der Bautätigkeiten im Bereich Frankfurt Stadion gekommen, unter anderem Oberleitungsarbeiten in Frankfurt Stadion, Arbeiten in Zusammenhang mit dem elektronischen Stellwerk Riedbahn. Auch dieses Projekt schreitet im Februar und März weiter voran. In diesem Zusammenhang würden die Gleise zwischen Groß-Gerau-Dornberg und Mörfelden-Walldorf auf einer Länge von ca. 7,5 Kilometern erneuert. Auch das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Aber wie hat die Oma früher gesagt, da muss man jetzt durch. Jetzt zur Information der Kundinnen und Kunden. RMV und Deutsche Bahn haben mitgeteilt, dass grundsätzlich solche Baumaßnahmen langfristig geplant werden. In Einzelfällen, so wie jetzt geschehen, habe jedoch aufgrund der zum Teil sehr kurzen Vorlaufzeiten keine vollständige Berücksichtigung der baubedingten Folgen in den Fahrplänen und damit verbunden keine lückenlose Anpassung der Auskunftsmedien erfolgen können. Also das, was Sie im Navigator oder in der RMV-App finden. Die Bahn und der RMV führen weiterhin aus, dass durch die Ausstattung aller Stationen mit Fahrgastinformationsanlagen die Informationen über mehrere Sinne, also akustisch und optisch, wie auch durch die Prognosedaten für alle Fahrten, das Informationsniveau bei Fahrplanabweichungen grundsätzlich sehr hoch und gegenüber früheren Jahren erheblich verbessert worden sei. Nichtsdestoweniger arbeite man weiter an Verbesserungen, um den Erwartungen der Fahrgäste vollumfänglich gerecht zu werden. Und dem kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank. Aber es gibt noch eine Nachfrage. Herr Pürsün, Sie haben erneut das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Warum sind wir denn im Jahre 2023 nicht in der Lage, den Verkehr, wie er sich dann da darstellt, auch an den Stationen anzuzeigen? Da passieren die unglaublichsten Situationen. Man sieht ein Baufahrzeug auf einem Gleis, aber da gibt es eine Anzeige, dass in 3 Minuten ein Zug kommt. Fürs gleiche Gleis gibt es eine Ansage. Wenn der Zug einfährt, heißt es, nee, ist doch ein anderes Gleis. Das muss doch im Jahre 2023 besser möglich sein. Es geht ja nicht nur um die Verspätung, sondern auch um die Informationen, die an dem Gleis vorhanden sind. Wenn man die Niederräderstation kennt, da gibt es 4 Gleise, wo man dann hoch und runter rennen muss. Das ist doch nicht sinnvoll, dass es so ist. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort.
Ja, wie ich bereits sagte, grundsätzlich ist das Informationsniveau besser geworden in den vergangenen Jahren, was nicht heißt, dass es gut ist. Weil ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich fahre ja auch viel Zug. Man sitzt dann im verspäteten ICE und kann im DB Navigator genau sehen, dass man zu spät ist. Das hilft einem, um irgendwie zu wissen, wo man ist, in Anführungszeichen, aber es macht den Zug an sich noch nicht pünktlich. Und dementsprechend ist klar, dass die Bahn, aber auch der RMV, Sie haben ja auch vielleicht die neue RMV-App gesehen, die seit diesem Jahr dann die alte abgelöst hat, viel dafür tut, die Kundinnen und Kunden zu informieren. Aber das heißt nicht, dass gerade dann, wenn kurzfristig Baumaßnahmen nötig sind, dass man dann sozusagen alles schon perfekt haben kann. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, es ist wichtig, dass wir da möglichst gute Informationen haben, weil die Zahl der Baustellen und damit der Beeinträchtigungen wird in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Vernachlässigung der Infrastruktur. Das wird jetzt angegangen. Das führt natürlich dazu, dass es jetzt erstmal mehr Baustellen gibt mit größeren Beeinträchtigungen. Aber wir hoffen natürlich dann, dass danach die Infrastruktur in einem Zustand ist, dass man dann ohne Beeinträchtigungen durch die Gegend kommt, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann auch die Informationen darüber, was gerade nicht funktioniert, jedenfalls nicht mehr in dem Umfang nötig ist. Vielen Dank. Noch eine Nachfrage von Herrn Pössin. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind uns einig, dass die Baumaßnahmen ja notwendig und sinnvoll sind und dass es dann auch zur Einschränkung kommt. Setzen Sie sich denn auch dafür ein, dass diese Verbesserung, was den Informationsfluss und auch die Verlässlichkeit der Angaben betrifft, bringen Sie sich da auch ein? Weil irgendwann müssten wir auch mal in der Gegenwart ankommen momentan. Ist es also kein Zustand, der akzeptabel ist. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Ja, natürlich setze ich mich dafür ein und Sie tun das auch. Und ich will jetzt nicht irgendwie ständig mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber ich darf darauf hinweisen, dass das meiste in der Infrastruktur DB-Netz bzw. DB-Station und Service ist. Und das ist eine bundeseigene Gesellschaft. Sie wissen ja, dass da viel an Veränderung auch geplant ist, Stichwort Generalsanierung und Ähnliches. Und da können wir beide gemeinsam dann mit dem Kollegen Wissing beispielsweise uns über die Frage auseinandersetzen, wie es besser werden kann. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann kommen wir jetzt zur Frage 833. Der Abgeordneten Lisa Knadel, SPD, und stellvertretend für Frau Knasel stellt Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion die Frage. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie viele Unfälle haben sich seit der Verkehrsfreigabe des Kreisels bei Altenstadt-Oberau L3189 im Herbst 2022 ereignet? Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Innenminister das Wort. Einen Moment. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Sommer, seit Ende August 2022 ist der Kreisverkehr bei Altenstadt-Oberau L3189 für den Verkehr freigegeben. Da die polizeiliche Statistik zu den im Jahr 2022 aufgenommenen Verkehrsunfällen noch nicht vorliegt, ist derzeit eine belastbare Beantwortung zur Zahl, Ursachen und Folgen noch nicht möglich. Dies kann erst nach der Erstellung des Verkehrsberichts 2022 erfolgen. Vielen Dank. Genau, ich bitte darum, dass gedrückt wird. Dann können wir hier vorne das auch entsprechend einstellen. Ich rufe auf die nächste Frage, und zwar die Frage 834 des Abgeordneten Christoph Degen, der SPD. Ja.
Ich frage die Landesregierung, in welchem Umfang qualifiziert sie die über 10.400 Personen, die ohne Lehrbefähigung als Vertretungskräfte an hessischen Schulen unterrichten? Herr Kultusminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Degen, Sie setzen mit dieser Frage ja auf eine Diskussion auf, die wir bereits im Kulturpolitischen Ausschuss geführt haben. Und da Sie natürlich immer versuchen zu insinuieren, dass es sich dabei um unqualifizierte Personen handelt, von denen wir hier reden, müssen Sie mir jetzt gestatten, etwas weiter auszuholen, um darzustellen, von welchen Personen hier die Rede ist. Denn an den hessischen Schulen unterrichten schon seit vielen Jahren qualifizierte Personen, die ursprünglich anderen Professionen nachgegangen sind. Diese Lehrkräfte haben sich über Jahre hinweg bewährt und werden vor Ort überaus geschätzt. Aus unterschiedlichen Gründen kann bei dieser Personengruppe jedoch keine Verbeamtung erfolgen, weil beispielsweise die entsprechenden Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind. Jedoch stellen diese Personen aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen eine Bereicherung für die Schulen sowie für die Schülerinnen und Schüler dar. Zum Stichtag 1. Oktober 2022, das habe ich Ihnen im Kulturpolitischen Ausschuss auch schon vorgetragen, waren insgesamt 10.481 Lehrkräfte mit einem dem jeweiligen Schultyp nicht entsprechenden einstellungsrelevanten Lehramt bzw. einer nicht entsprechenden Lehrbefähigung tätig, was bezogen auf die zugrunde gelegten Stellenumfänge einem Anteil von 11,6% der hessischen Lehrkräfte entspricht. Und hierzu habe ich Ihnen auch bereits im Ausschuss ausgeführt, dass zu dieser Personengruppe etwa mehr als 1.000 Personen mit Gestellungsverträgen, also in der Regel Pfarrerinnen und Pfarrer, gehören, die die Fächer evangelische und katholische Religion unterrichten. Auch Personen mit einer abgeschlossenen ersten und zweiten Staatsprüfung, die allerdings nicht ihrem Lehramt entsprechend eingesetzt werden, zählen zu dieser Gruppe. So verfügen beispielsweise alleine an Grundschulen rund 240 Lehrkräfte für eine Befähigung für ein anderes Lehramt. Mehr als 100 Personen mit dem Lehramt an Gymnasien oder dem Lehramt an Haupt- und Realschulen nehmen an einer Weiterbildung zur Grund- bzw. Förderschullehrkraft teil. Dann gibt es weiterhin die Lehrkräfte mit einer Unterrichtserlaubnis, deren pädagogische Eignung dazu führte, dass sie als TVH-Kraft eingestellt wurden. In dieser Gruppe befinden sich beispielsweise Personen mit einem Diplomabschluss in Biologie, Anglistik, Romanistik, Geschichte und Sozialpädagogik oder auch Kirchenmusikerinnen und Musiker an allgemeinbildenden Schulen oder auch Zahnärztinnen und Zahnärzte, darüber haben wir im Ausschuss auch intensiv diskutiert, Juristinnen und Juristen, Diplomingenieure und Meister im Handwerk im fachpraktischen Unterricht an beruflichen Schulen. Weiterhin sind hier zu nennen Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, die das Fach Sport unterrichten, oder etwa Physikerinnen und Physiker oder Chemikerinnen und Chemiker an weiterführenden Schulen, aber auch zum Beispiel Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler im hauswirtschaftlichen Unterricht an Gesamtschulen können dieser Gruppe zugeordnet werden. Diese Personen sind aus dem hessischen Schulsystem nicht mehr wegzudenken und bereichern Schulen um ihre wertvolle fachliche Perspektive und Qualifikation. Ich führe das hier nur deswegen noch einmal aus, damit klar ist, wir reden hier von Menschen, die eine Qualifikation mitbringen, auch wenn sie nicht das einstellungsrelevante Lehramt oder die entsprechende formale Lehrbefähigung mitbringen. Zudem sind knapp über 400 Lehrkräfte mit einem nicht entsprechenden Lehramt in Förderschulen und Schulen für Kranke beschäftigt, weil sie dort im Fachunterricht eingesetzt werden, um die Schülerinnen und Schüler lernzielgleich auf die entsprechenden Abschlüsse vorzubereiten. Also die zählen natürlich in der Statistik mit, aber man kann das ja an Förderschulen, wie Sie selbst am besten wissen, überhaupt nicht anders machen. Ungeachtet dessen, das war sozusagen die Vorbemerkung, ich könnte noch unendlich viele weitere Beispiele nennen, das wissen Sie, aber ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen im Rahmen der Fragestunde, arbeiten wir natürlich daran, diesen Lehrkräften zusätzliche, vor allem pädagogische Qualifikationen anzubieten. Da die meisten der von Ihnen genannten Lehrkräfte, nämlich rund 6.200, an Grund- sowie Förderschulen beschäftigt sind, haben wir bereits im Schuljahr 2019-20 bedarfsgerecht ein umfängliches Unterstützungsangebot für TVH-Kräfte an Grund- und Förderschulen ohne das entsprechende Lehramt aufgelegt. Und da diese Personen, das war der Sinn der Darstellung von eben, in der Regel über fachliche Qualifikationen verfügen, bilden wir sie vor allem mit Blick auf ihre pädagogischen Kompetenzen weiter. Die entsprechenden Unterstützungsangebote fokussieren dementsprechend die selbstständige pädagogische Betreuung von Klassen- und Lerngruppen sowie die Durchführung unterrichtsergänzender Maßnahmen, zum Beispiel von Förderkursen oder die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Übungs- und Lernzeiten, jeweils im Rahmen einer mehrteiligen Reihe mit je 5 bis 6 Veranstaltungen für die beiden genannten Schulformen.
Hierzu kommen insgesamt 18 Online-Seminare im Umfang von jeweils 120 bzw. 180 Minuten zu grundschulspezifischen Themen wie Lesen üben, Texte schreiben und Rechnen mit Grundschulkindern. Da sich der Lehrkräftebedarf in den kommenden Jahren von der Grundschule verstärkt in Richtung der Sekundarstufe 1 verschieben wird, wird mein Haus ab dem Schuljahr 2023/24 auch TVH-Kräften, die in der Sekundarstufe 1 unterrichten, Unterstützungsangebote für deren Bedarfe anbieten. Hierfür werden in einem ersten Schritt 12 Online-Seminare zu Themen wie schulrechtliche Grundlagen, Classroom-Management und die pädagogische Begleitung von Übungssequenzen zur Verfügung gestellt. Weiterhin steht TVH-Kräften an Grundschulen ein eigens für sie eingerichtetes Servicebüro zur Beratung zu aktuellen Fragestellungen inhaltlicher, rechtlicher und organisatorischer Art zur Verfügung. Und zu den Leistungen des Servicebüros zählen bei Bedarf unter anderem die individuelle Beratung und die Unterstützung der staatlichen Schulämter bei der Durchführung von Veranstaltungen für neue TVH-Kräfte. Das Angebot des Servicebüros wird zum kommenden Schuljahr 2023/24 ebenfalls für TVH-Kräfte in der Sekundarstufe 1 ausgeweitet. Es gibt noch eine, Nachfrage des Abgeordneten Degen. Ja, besten Dank, Herr Kultusminister, für den Vortrag. Ich will ausdrücklich sagen, es ging mir gar nicht um die Qualifikation vieler dieser Personen. Es geht ja rein um die formale Beschreibung Lehrbefähigung. Dieser Begriff stammt ja von Ihnen, dass diese 10.400 Leute die Lehrbefähigung nicht haben. Und teile auch die Auffassung, dass da viele gute Kräfte dabei sind, sage ich mal. Gerade deswegen ist es ja so wichtig, die weiter zu qualifizieren, damit man sie auch entfristen kann. Trotz all dem, Herr Minister, haben Sie nicht auf meine Frage geantwortet, in welchem Umfang Sie diese Menschen qualifizieren. Wir können gerne sagen, pädagogisch qualifizieren. Das heißt, ich frage noch mal konkreter, wie viele Plätze für solch eine pädagogische Weiterqualifizierung bieten Sie pro Jahr an? Ich erteile noch mal dem Staatsminister das Wort. Herr Kollege Degen, das kann ich Ihnen auch sagen. Für die beiden mehrteiligen Unterstützungsmaßnahmen für TVH-Kräfte an Grund- und Förderschulen steht eine Kapazität für 150 Teilnehmende aus Förderschulen und 250 Teilnehmende aus Grundschulen pro Schuljahr zur Verfügung. Die insgesamt 18 Online-Seminare zu grundschulspezifischen Themen können von 300 Teilnehmenden pro Schuljahr in Anspruch genommen werden. Für das geplante neue Angebot für TVH-Kräfte der Sekundarstufe 1 werden ab dem Schuljahr 2023/24 480 Teilnahmeplätze pro Schuljahr zur Verfügung stehen. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann haben wir auch die Fragestunde abgehalten.